Im April 2019 zog die Wirtschaftskammer Wien um. Der neue Standort, ein imposanter Neubau im Austria Campus am Praterstern. Erworben wurde das Gebäude von Rene Benkos Signa Gruppe. Investitionsvolumen über 100 Millionen Euro. Um dieses hohe Investitionsvolumen zu stemmen, wurde unter anderem eine Art Tauschhandel gemacht. Zwei Immobilien im Besitz der Wiener Wirtschaftskammer sollten an Benko verkauft werden. Aber mittlerweile wird in Frage gestellt, ob dieser Deal wirklich so vorteilhaft für die Wirtschaftskammer war. Es ging dabei um zwei Immobilien. Die erste, das Palais Festetitsch in der Berggasse, die zweite, der ehemalige Hauptsitz der Wirtschaftskammer am Rudolf-Salinger-Platz. Eine der Immobilien, um die es geht, ist das sogenannte Gewerbehaus hier am Rudolf-Salinger-Platz. Es wurde von der Wirtschaftskammer Wien um 17,5 Millionen Euro an eine Firma, die ursprünglich Benko zuzurechnen war, verkauft. Diese Firma wechselte mehrmals den Eigentümer. Schlussendlich wurde die Liegenschaft um knapp 31,3 Millionen Euro weiterverkauft. Um fast 14 Millionen Euro mehr, als es die Wirtschaftskammer damals verkaufte. Eine beachtliche Gewinnsteigerung. Käufer war die Firma SDS 2017 Immobilien. Im März 2019 reichte Benkos Signa Gruppe diese Firma an den österreichischen Investor Clemens Hallmann weiter. Von Hallmann ging die Firma wiederum an den Immobilienunternehmer Daniel Jelitzka. Schlussendlich wird das Gewerbehaus an eine Firma, an der Jelitzka beteiligt ist, verkauft. Der offizielle Endpreis 31,34 Millionen Euro. Das alles passierte am 7. März 2019. An einem einzigen Tag wechselte das Gebäude also mehrfach den Besitzer. Ein weiteres interessantes Detail: Die Weitergabe der Immobilie passierte gut zwei Wochen, bevor der Verkauf überhaupt offiziell abgeschlossen wurde. Das war ein sehr gutes Geschäft für die Wirtschaftskammer, weil es hat uns letztendlich in die Gelegenheit versetzt, 12 Millionen Euro jedes Jahr einzusparen. Und wenn man das gegenrechnet, beim Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro, dann amortisiert sich das in 8 Jahren. Aber auch das Immobiliengeschäft selbst, und zwar war das, da waren drei Immobilien beteiligt, der Tausch von zwei Immobilien in Richtung von der Wirtschaftskammer zur Signa und die Übernahme von einer Immobilie von der Signa war für sich genommen ein sehr gutes Geschäft. Dieser Meinung sind aber längst nicht alle. Als Details über den Deal bekannt wurden, regte sich Kritik innerhalb der Kammer. Also ist es entweder zu billig verkauft worden oder der Käufer hat es zu teuer gekauft. Es ist aber beim Käufer Pfandrecht von der Reika eingetragen. Das heißt, der Wert dürfte schon stimmen von diesen 34 Millionen. Mindestens gehe ich jetzt einmal davon aus. Ne? Und jetzt stellt sich die Frage, warum wurde es so günstig verkauft? Laut Wirtschaftskammer basiert der Verkaufspreis unter anderem auf zwei Verkehrswertgutachten, die im Herbst 2017 erstellt wurden. Diese wurden vom Immobiliendienstleister ÖRAG gemacht. Laut unseren Recherchen hat die ÖRAG dabei einen Wert von jeweils gut 17 und gut 18 Millionen Euro ermittelt. Wurden die Immobilien der Wirtschaftskammer zu niedrig bewertet? Die ÖRAG teilte uns schriftlich mit: Auf Basis unserer Bewertung aus dem Jahr 2017 ist die Wertsteigerung nicht nachvollziehbar. Und auch in der Wirtschaftskammer ist man skeptisch. Ich bin nicht dazu da, zu philosophieren, was nach uns passiert ist. Aber letztendlich, und ich glaube, da kann sich jeder, der mit Immobilien zu tun hat, ein Bild machen. Wenn Sie das zusammenrechnen, was jetzt kolportiert wird als Verkaufspreis, das durchdividieren durch die 5000 Quadratmeter, dann kommen Sie auf einen Einstandspreis, wenn Sie die Nebenkosten des Kaufs dazurechnen, von 7000 Euro. Und das schaue ich mir an, wie das wirtschaftlich umzusetzen ist. Nach dem Deal der Signa-Gruppe mit der Kammer ist die ÖRAG dann als Vermittler auf die Signa-Gruppe zugegangen. Vermittelt wurde das Palais Festetitsch an die Hallmann-Gruppe. Die ÖRAG teilte weiters mit: Die Geschäftsbereiche Immobilienbewertung und Immobilienvermittlung sind operativ streng voneinander getrennt. Für die Vermittlung des Palais hat die ÖRAG von Signa eine Maklergebühr erhalten und von Hallmann eine Provision. Das Palais Festetitsch hat, wie das Gewerbehaus, eine wahre Eigentümer-Odyssee hinter sich. Von der Wirtschaftskammer zu Benko Signa Gruppe zu Hallmann. Ein wahrer Eigentümerreigen.